Danke, Herr Staatssekretär. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Martin Hess. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an den Vertreter des BMI. Nach übereinstimmenden Presseberichten liegen dem Bundesamt für Verfassungsschutz Erkenntnisse darüber vor, dass die Terrormiliz Islamischer Staat zu Anschlägen und Angriffen auf Kindergärten und Kinderkrankenhäuser in Westeuropa aufruft. Meine Frage deshalb an Sie, wie bewertet die Bundesregierung diese Gefährdungslage, insbesondere im Hinblick auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland, und welche Maßnahmen trifft die Bundesregierung konkret, um die Schwächsten unserer Gesellschaft, unsere Kinder, zu schützen? Bitte, gern. Herr Kollege, die Presseberichte habe ich wohl und haben wir wohl zur Kenntnis genommen. Es sind hier keine konkreten Anschlagsplanungen. Soweit irgendwelche Konkretisierungen unseren Behörden und Sicherheitsbehörden zur Kenntnis kommen, werden wir natürlich sehr konkret auch Maßnahmen ergreifen. Es ist insgesamt wohl offenbar ein Zeichen, dass der IS international immer verzweifelter Aufforderungen und Aufrufe startet, weil er sieht, dass gerade seine Aufrufe offenbar immer stärker erfolgen müssen, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Deshalb sollten wir sozusagen nicht in Panik verfallen, weil wir nehmen das durchaus ernst. Allerdings gibt es keine Konkretisierungen an der Stelle. Insofern ist insbesondere der Verfassungsschutz hier in der Aufgabe, und das tut er auch, den etwaigen Hinweisen nachzugehen, um dafür rechtzeitig zu sorgen, dass solche konkretisierten Anschlagspläne, falls sie geben sollte, auch unterbunden werden können. Was wir sicherlich nicht vorhaben, dass Bund und Länder flächendeckend an allen Einrichtungen, die Sie benannt haben, Polizisten aufstellen. Das wäre, glaube ich, nicht die richtige Maßnahme, nicht die richtige Antwort darauf. Aber sozusagen unsere Nachrichtendienste nehmen diese Hinweise natürlich ernst. Danke, Herr Staatssekretär Krings. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Karina Konrad.